sieht das immer aus so vorm Auftritt, ne? Ja. Den Mitch machen wir jetzt hier auch mal so ein bisschen parat. Hier, hört mal, wie mein Herz pocht. Poch, 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 poch. Ja, das ist schon fast nicht schön, aber doch gerade noch auszuhalten. Was ist für dich aufregender? In so einem tollen Tanzlokal Nina hier in Bottrop zu sein oder auf einer großen Bühne, so wie die Waldbühne in Berlin? Was ist aufregender? Es ist von der kleinsten Veranstaltung in irgendeinem Tierheim oder was auch immer, ist es alles genauso schlimm. Ich sterbe immer. Davor sterbe ich immer. Ich könnte auf und ab gehen. Und hier, Tattermann und so weiter, alles. Bonbon im Mund. So, jetzt mache ich das Mikrofon an. Ich nehme euch mit. Ich zeige euch jetzt, wie ich das Mikrofon einschalte. Achtung! So. Genau, jetzt sind wir hier live auf dem Mikrofon. Bin ich jetzt, wenn ich jetzt hier reinschreie, dann hören die das draußen. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Da muss man sich schon ein kleines bisschen zusammennehmen, damit man jetzt hier nicht so reingrölt. Naja. Genau, weil das hört man dann draußen schon, ne? Schur ist ein tolles Mikrofon übrigens. Beta 58A von Schur, kann ich nur empfehlen. Klingt immer total super. Schleichwerbung. Nehme ich mir heute mit. So. Ja, so ist es halt, ne? Wenn die Künstler sich vorbereiten, der eine macht so, der andere so. Ja, da ist nichts zu trinken drin. So ist halt, wenn man sich im Kühlschrank versteckt, aber als mit einer Glas. Kommt man hier immer aus der Kühlkammer raus, so, da ist angenehm. So. War gefüllt mit Helium. Nee, Quatsch. Ich glaube, bald bin ich dran. Ja, dauert nicht mehr lange. Mein Schuh ist auch noch zu hier. Ah, siehst du? Man muss an alles denken. Ja, das wurde so schon mal erwähnt. Gibt es für dich im Moment einen angesagten deutschen Schlager? Einen angesagten deutschen Schlager? Tja, naja, hier. Der gerade läuft? Kerstin Ott, ne? Kerstin Ott hat immer, muss man sagen, tolle Songs, eine tolle Ausstrahlung. Das ist halt alles sehr echt, finde ich, also so menschlich ganz, ganz toll. Du hast ja gerade ganz viele Chöre gemacht für Tanja Loschs aktuelles Album, ne? Ja, finde ich, ist eine ganz, ganz liebe Kollegin. Ich habe ja sowieso generell sehr, sehr viele tolle Kollegen und Kolleginnen, für die ich mitarbeiten darf, Songs schreiben kann und auch Chöre singe. Und das ist schon immer ein schönes Gefühl und man kriegt das ja auch zurück. Also mir ist es schon immer peinlich, wenn ich dann irgendwie Radiointerviews oder sowas höre und wo dann immer tausendmal mein Name Mitch fällt. Das ist mir selbst wirklich eher peinlich. Wird's bei Obwohl dir es jetzt, ja nichts Schlimmes ja. ist, was ich mache. Wird es bei dir jetzt in absehbarer Zeit was Neues geben? Vielleicht eine Auskopplung aus deinem aktuellen Album? Das könnte schon sein. Also es ist jetzt noch nicht so spruchreif, aber meine aktuelle Single, Wenn ich alt bin, die ist ja noch in den Airplay-Charts drin. Aber natürlich muss ja was nachkommen und da könnt ihr alle gespannt sein. Von wo geht's heute dann hier hin? Dein nächster Auftritt, wo können die Fans dich wieder sehen? Morgen bin ich um 16.30 Uhr in Erding zu sehen und zwar für einen guten Zweck, für krebskranke Kinder. Da singen zum Beispiel auch Claudia Jung, Anni Perker und noch viele, viele andere kostenlos. Halt für den guten Zweck und ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Das ist auch schon eine Veranstaltung, die gibt es auch schon länger, ne? Das ist jetzt auf jeden Fall, glaube ich, das achte Mal, also seit 8 Jahren.
Und was steht als nächstes an großen Veranstaltungen an, wo du noch zu finden bist? Ich habe das gar nicht so richtig im Kopf, aber der Schlager-Olymp in Berlin zum Beispiel, dann hier und da irgendwelche Festivals. Wer das wissen möchte, schaut auf meiner Seite www.mitchkeller.de oder bei Facebook. Das ist ja alles irgendwie verlinkt und ich mache ja selbst auch immer noch ein bisschen Werbung, meistens so, bevor so eine Veranstaltung ist. Dann mache ich nochmal so ein kleines Video oder irgendwie sowas. Ja, müsst ihr mal gucken. Aber ich freue mich, so wie heute zum Beispiel hier in der Nina. Ich habe hier viele bekannte Gesichter und das ist natürlich auch ein schönes Gefühl. Das ist überall, wo man hinkommt, ist es so ein Stückchen zu Hause, weil man weiß, die, die da sind, die machen auch echt Stimmung, machen mit und lieben meine Musik. Das ist, ja... Schöner geht's nicht, da kann man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie ist das, wenn so ein Andreas Gabalier im Stadion steht. Das ist der Wahnsinn. Ich höre schon was. Genau, jetzt geht's gleich los. So, jetzt nochmal schnell duschen. Und wir sagen dann jetzt einfach mal Tschüss, bevor das Video wieder gesperrt wird, weil es ein bekannter Song ist. Und wer Lust auf Mitch Keller hat, kommt am 6. Dezember wieder in die Nina Bottrop und da könnt ihr Mitch Keller wieder live erleben hier in Bottrop. Bis dann, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. Dankeschön. Wow, das ist ja
Das ist ja fast schon verrückt, ja, wie ihr abgeht. Und so heißt auch schon der nächste Titel. Glück sieht anders aus. Ich schau nicht mehr länger zu. Auch wenn du sagst, das mit uns ist einfach tabu. Da bin ich eben verrückt. Da hab ich jeden Knall. Aber dich will ich für immer überall. Da bin ich eben verrückt. Und nicht von dieser Welt. Aber du bist der Wahnsinn. Und das ist alles, was für mich zählt. Jede Nacht starr ich an leere Wände. Ich stelle den zehnten Blick auf dich. Seh überall nur dein Gesicht. Und ich denk, jetzt und für immer,
sag ich dir, ich bleib bei dir ein Leben lang. Bis nach Mitternacht, ich hab das früher auch gern gemacht.
ich brauche dich, dafür nicht. Ich sitz am Tresen, trinke noch ein Bier. Früher waren wir oft gemeinsam hier. Das macht mir nichts. Gegenüber sitzt ein Typ wie ein Bär. Ich stell dir vor, wenn das dein Neuer wär. Das juckt mich überhaupt nicht. Auf einmal packt mich, ich leh auf ihn zu. Mach ihn an, lass meine Frau in Ruhe. Er fragt nur, hast du einen Stich? Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich. Ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Oh, ja, das geht auch schneller. Komm, Freunde, da macht ihr jetzt mit. Alles wieder ein. Ich wollte doch nur ein bisschen freier sein. Jetzt bin ich oder nicht. Ich passe nicht in deine heile Welt. Doch du und du ist, was mir jetzt so fehlt. Ich glaub das einfach nicht. Gegenüber steht Telefon. Es lacht mich ständig an voll hoch. Klingelt, klingelt aber nicht. Zu viel geraucht, das ist es, was der Mann so braucht. Doch niemand sagt, hör auf. Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Verdammt, ich lieb dich nicht, kommt! Verdammt, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich nicht, ich will dich nicht verlieren. Jetzt seid ihr dran, alleine. Verdammt, ich lieb dich nicht. Lauter! Zuhause, ich lebe dafür,
Die Hoffnung gibt dir Zeichen, hör mal in dich hinein. Manchmal wartet das Leben hinter dem nächsten Stein. Für dieses eine Gefühl muss man alles riskieren. Um das Glück zu finden, muss man sein Herz verlieren. Und hier wieder! Setz die Segel aufs neue Beginn.
sagst, es ist gut so, wie es ist. Es ist gut so, wie du bist. Der Tag, der die Welt verändern kann. Schwebelos, was dein Leben völlig umgekehrt. Jedes Unheil einfach abgewehrt. Mit dir fühl ich mich unsterblich. Ich kämpf mich gegen an. Ich liebe das Gefühl. Denn jetzt fängt alles an. Mit dir, nur mit dir. Es ist einer dieser Tage, der die Welt verändern kann. Dankeschön. Macht's gut.
gerne hier noch für euch für Fotos parat. Hab auch noch ein paar CDs von mir dabei. Und wer noch ein Autogramm haben will, kriegt er auch. So lange bleibe ich. Ein Kind kriegt er auch alle noch.